Das ist mir ein bisschen zu heftig. Der ist uns weit überlegen. Lassen wir mal gepflegt sein. So, mit dem Axi-Zeichen. Na? Okay. Ausnahmsweise mal nicht auf, Plötze, sondern mal fremd reiten. Hört sich irgendwie nicht so richtig an, oder? Alte Eiche. Gleich geschafft. Okay. Mach langsam. Jetzt bin ich mal gespannt. Bereit. Wir können anfangen. Lass mich auf Rabenschwingen fliegen. Leg die Knochen auf die Federn. Leg alles unter mein Herz, das du durchbohren musst. Und bring das Ross. Na komm. Hier sind die Rabenfedern. Einst war ich frei. Ich werde wieder frei sein. Hier sind deine Überreste. Einst war ich Fleisch. Ich werde wieder Fleisch sein. Irgendwie. Da habe ich ein ungutes Gefühl. Ich glaube, das war ein Fehler. Befreie die Kinder. Ja, ein Wort muss gehalten werden. Hey, schwarze Schönheit. Irgendwie. Na gut, das Quest haben wir erledigt. Das muss ein Ort der Macht sein. Oh oh. Ich habe euer Problem gelöst, aber meidet den Flüsterhügel trotzdem für eine Weile. Ist nicht wahr. Da hat was gelauert? Ein böser Geist saß in dem Baum auf dem Hügel. Er hat die Leute getötet. Wie hast du ihn vertrieben? Ich war oben und habe das Problem gelöst. Die Details gehen nur mich was an. Wie war? Ich habe von sowas generell keine Ahnung. Die Mumen, ihr nennt sie Herrinnen des Waldes, sagten, ich soll den Lohn von dir fordern. Sicher weißt du, was sie meinen. Ja, das weiß ich. Gib mir den Dolch. Bin gleich zurück. Na. Alter. Die Bezahlung. Bring sie den Herrinnen, ja? Was zum Teufel war das? Das ist der Pakt. Du kennst das Leben hier nicht, Fremder.
Dies ist die Bezahlung für Ihren Schutz. Die ganzen Ohren im Wald sind also... Vergiss es, Meister. Du ziehst bald weiter, aber wir bleiben zurück. Und unsere Kinder und deren Kinder. Über Wählen wachen weder Herren noch Götter. Es ist Niemandsland. Wer überleben will, muss seinen eigenen Schutz suchen. Alter, ist das ekelhaft. Yay, Stufe 11. Ihr seid so anders als auf dem Wandteppich. Nun, her damit. Aha. Genau, die Alte ist die Frau vom Baron. Du warst wieder nicht gehorsam. Wir sind barmherzig, aber du hast die Kinder entkommen lassen. Sie wollten nicht fliehen. Es hat ihnen hier gefallen. Sie haben gespielt. Deine Strafe muss hart sein. Still jetzt. Wir müssen mit dem Weißhaarigen sprechen. Ich kenne dieses Zeichen. Das ist Anna, die Frau des Barons von Krähenfels. Sie gehört keinem Mann. Sie trug eine Frucht im Bauch, gewachsen aus dem Samen meines Mannes, den sie hasst. Wir halfen ihr. Dafür dient sie uns. Sie trägt das Zeichen. Sie gehört uns. Es ist doch eine andere Frau, die dich interessiert. Sprich, Weißhaariger. Im Wandteppich habt ihr anders ausgesehen. Wir haben uns für dich hübsch gemacht. Wenn du wüsstest, wie lange wir vor dem Spiegel gestanden haben. Begehrst du uns? Nein! Ich bin beeindruckt. Polymorphie, ein seltenes Talent. Oh, ich würde dir noch den letzten Tropfen aussaugen. Ich würde mit dir verwoben sein. Ich wäre deine Beste und Letzte. Deswegen bin ich nicht hier. Ihr habt mich den Flüsterhügel zähmen lassen. Das war viel Arbeit. Nichts ist umsonst, tapferer Mann. Hast du die bösen Mächte vernichtet? Unserem Reich Frieden gebracht? Ich habe den Geist, der im Baum gefangen war, befreit. Hört ihr das, Schwester? Verräter! Sie hat die Kinder entführt. Sie war es. Wir hatten das eine Abmachung. Ich sollte den Dorfbewohnern helfen und habe meinen Teil erfüllt. Jetzt sind sie sicher. So, übers Ohr gehauen hast du uns also. Sehe ich anders. Wessen Geist war da im Baum gefangen? Der Geist von jemandem, der einst den Tod betrogen hat. Du hast eine uralte Macht befreit.
Sie wird sich anderswo erheben, wo wir nicht hin können. Wieder wird Blut fließen. Zu welchen Torheiten Menschen doch fähig sind. Unser Abkommen. Mein Teil ist erfüllt. Jetzt seid ihr dran. Ein Wort, das wir geben, halten wir auch. Das Mädchen. Aschblond. So nennen sie das. Fingerdünn. Verstört und erschöpft. Konnte kaum stehen, das arme Ding. Wir sorgten für sie so gut wir konnten. Als wäre sie unsere eigene Tochter. Vergebliche Liebesmüh, ein ungezogenes Mädel. Verschlagen, bockig, selbstsüchtig. Die junge Frau, die ich suche, hat noch nie jemanden grundlos verletzt. Hast sie lange nicht gesehen. Sie hat sich zu ihrem Nachteil verändert. Warum hat sie euch angegriffen? Sie ist nicht mehr das Mädchen, das du kennst. Ihr Zorn verzehrt sie. Ich glaube euch nicht. Ihr haltet angeblich immer Wort. Also sagt mir alles genau so, wie es passiert ist. Wir sagen es dir, tapferer Junge. Ah, okay. Wir wussten, dass jemand Besonderes kann. Wir lasen die Eingeweide und sahen die Ohren. Wir sahen ihr Ebenbild wie eine Fata Morgana in einer Pfütze. Sie kam aus dem unteren Sumpf. Zuerst wussten wir nicht, dass sie die Angekündigte war. Ein Kind des älteren Blutes, der gesäte Samen, der zur Flamme wird. Ja, das Größenverhältnis ist ja auch krass. Sie fielen uns in die Hände. Älteres Blut. Das Blut der Verräterin. Schläft sie jetzt? Wie ein Lamm. Kommt, Schwestern, nicht getrödelt. Der Tisch ist gedeckt. Der Kessel brodelt. Das dürfen wir nicht. Sie ist doch für ihn. Emlerit kriegt sie, ja, ja. Aber nicht am Stück. Gut gesagt. Wir werden nur mal kosten. Aha. Ich will ihre Füßchen. So dick. Perfekt für eine Brühe. Oh, ich kann sie schon schmecken. Wunderbar. Geh schon. Das sollst du bereuen, Mädchen. Bitter bereuen. Oh, das war knapp. Oh. Er ist gekommen, dich zu holen. Hau doch mal ab hier. Ich muss ich ja gar nicht alle killen. Krasses Pferd. Ich finde die Rüstung ja echt hammergeil.
Tja. Aha. Ihr wolltet sie töten, sie schlachten wie ein Tier und dann fressen. Ihr Blut und ihr Geschmack haben uns an unsere Jugend erinnert. Älteres Blut. Außergewöhnliches Mädchen, wie du weißt. Wie schade, dass sie geflohen ist. Ihr habt versucht, sie zu töten. Das vergebe ich euch nicht. Sinnloses Gerede. Unsere Schicksale sind für wahr verbunden. Doch das trägt jetzt noch keine Früchte. Jetzt sollst du Schatten jagen und im Nebel wandern. Abwarten. Wenn du sie siehst, wird sie ein Trugbild sein. Und wenn du sie findest, dann wird sie sterben. Wir sehen uns, hübscher Ritter. Widerlich. Okay, wäre cool, wenn wir jetzt hier ist noch was. Nochmal umsehen. Hey, theoretisch können wir jetzt eigentlich zurück zum Baron. Mal wieder. Gucken wir, ob hier noch was. Wo sind denn eigentlich die Kinder hin? Wo sind die Kids hin? Mache ich mir doch ein bisschen Sorgen. Jetzt mache ich mir echt ein bisschen Sorgen. Okay, jetzt zurück zum Baron mal wieder. Und da ist noch so viel Zeugs, da können wir nicht hin. Da ist auch noch was. Ey, wir sind hier voll bis zu, das ist der Hammer. Kommen nicht dazu, das abzuarbeiten. Aber Geralt würde sich auch mit den drei Hexen anlegen, ist ja auch nicht das Thema. Wir kennen ihn ja nicht anders, ne? Er ist ja so. Na gut, dann geben wir das mal ab. Gucken, was mal rumkommt. Zurück auf Burg Krähenfels. Komm aus dem Weg. Ich muss zum Baron. Ah, sieht so cool aus. Meister Hexer, du kannst versuchen, sie alle zu finden. Bin ich eigentlich unsichtbar? Na komm. Wir haben ja auch wieder zwei Punkte, die verteilen könnten. Ich kann den Rachenputzer vertragen.
Aber erstmal wollen wir das jetzt hier weitermachen. So, mein Freund. Ich höre. Womit kommst du zu mir? Ich habe Nachricht von deiner Frau. Potz, Pestilenz. Warum sagst du das nicht gleich? Wo ist sie? Warum bringst du sie nicht mit? Sie ist im Buckelsumpf. Hat Essen, ein Dach über dem Kopf, ist beschäftigt. Sah nicht so aus, als wollte sie von dort weggehen. Du solltest sie zurückbringen, nicht von ihren Lebensumständen berichten. Ich sollte sie finden. Und das habe ich. Mehr war nicht abgemacht. Du hältst mich noch immer für das Letzte. Für einen Bastard, nicht? Für den Schuldigen an dem, was hier passiert ist. Es ist egal, was ich glaube. Und doch sehe ich deine Verachtung. Ich kenne die Welt der Hexer nicht, aber in unserer ist nichts schwarz oder weiß. Du wirst wohl einwerfen, dass es nicht nur deine Schuld ist. Na gut, ich höre mir deine Sicht der Dinge an. Mal wieder. Mit Annie. Es war Liebe auf den ersten Blick. Sie versorgte meine Speerwunde aus der Schlacht von Angkor. Als ich genesen war, hielt ich um ihre Hand an. Sie weinte vor Freude. Bald war Tamara geboren und dann ging ich nach Zidaris. Ein Kriegsfürst hatte sich gegen König Etain erhoben und Foltest schickte Hilfe. Schlachten und Scharmützel jagten einander. Ein Leben voller Krieg. Ich war selten zu Hause und fand Trost im Trinken. So viel Trost, dass ich nicht davon lassen konnte, wenn ich daheim war. Na schön. Und dann? Ich zog von Front zu Front, von Schlacht zu Schlacht, verdiente Sold. Und Anna saß allein mit dem Kind daheim. Vielmehr nicht allein, wie ich später erfuhr. Fast 3 Jahre lang suchte sie Trost in den Armen eines Kindheitsfreundes namens Ivan. So ein Hundesohn! Verdammt, verstehst du nicht? Einen Fehltritt hätte ich ja verziehen, aber sie hat mich jahrelang betrogen. Hat sich einen Dreck um mich und meine Liebe geschert. Ja, du warst doch nicht da, mein Junge. Woher weißt du das? Eines Tages kam ich nach Hause. Da waren Anna und ihre Sachen weg. Ich fand einen Brief. Sie schrieb, sie liebe mich nicht mehr und zöge mit Tamara zu diesem Wichser. Ich dachte, mir tritt ein Pferd in den Arsch. Ich zog los, um den Scheißkerl zu finden und sie wieder nach Hause zu holen. Aber als ich ihn sah, erwachte etwas Finsteres in mir. Ich schlachtete den Drecksack ab und warf ihn den Hunden zum Fraß vor. Alter. Man nennt dich also nicht grundlos den blutigen Baron. Hä? Dein Spitzname ist mir jetzt klar. Ach nein, das ist eine ganz andere Geschichte. Anna war wohl nicht gerade erbaut. Das ist die größte Untertreibung aller Zeiten. Sie wurde hysterisch, warf sich auf mich, trat und kratzte, griff sich ein Messer. Das wäre mein Ende gewesen, wäre ich nicht weggesprungen. Ich schlug sie zum ersten Mal. Ich musste sie beruhigen. Ich hatte keine Wahl. Es gibt immer eine Wahl. Von da an war alles unwiderruflich anders. Anna versuchte oft, sich und mir das Leben zu nehmen. Sie stichelte, reizte mich, verhöhnte mich.
Ich sollte sie wohl wieder schlagen. Sie schrie, dass ich ihre Liebe und ihre Hoffnung zerstört hätte und sie doch gleich umbringen könnte. Wie oft entschuldigte ich mich, brachte Blumen und Geschenke mit. Es war ihr gleich. Nach 2 Jahren war ihr Zorn zu Gleichgültigkeit geworden, manchmal durch ihre Hysterie unterbrochen, manchmal durch meine Sauferei. Ich begreife nicht, dass wir diese Jahre überlebt haben. Nun weißt du, dass nicht alles so war, wie es schien. Tja, alles nicht so toll, ne? Du hattest recht. Ihr seid beide schuld an der Lage. Wie gut, dass du das endlich siehst. Also gut. Wenn du Anna schon nicht zurückbringst, sag mir wenigstens, wie sie in dem Sumpf gelandet ist. Sie hat mit den Mumen einen Pakt geschlossen und... Nun, sie hat wohl den Verstand verloren. Einen Pakt? Was zum Teufel? Sie war schwanger und wollte das Kind nicht kriegen. Sie ging zu den Mumen und die versprachen, das Problem zu lösen. Gegen 1 Jahr Dienst. Und die Mumen haben auf ihre verschrobene Art Wort gehalten. Was meinst du damit? Anna hat wohl gedacht, das Kind würde irgendwie einfach verschwinden. Aber die Mumen schwächten sie so sehr, dass sie eine Fehlgeburt hatte. Und da begann sie wohl den Verstand zu verlieren. Sie legten sie an eine magische Leine, die Schmerzen bewirken kann, damit sie ihre Schuld auch ja begleicht. Ein Pakt mit Hexen, verdammter Albtraum, du scherzt wohl. Wir müssen sie retten. Wir können sie nicht dort lassen. Oh Mann. Mach, was du willst, aber ohne mich. Es ist blanker Irrsinn, in den Sumpf zu warten und sich mit den Mumen anzulegen. Was soll ich denn machen? Auf dem Arsch sitzen und auf sie warten? Ich nehme ein paar Männer mit und hole sie da raus. Ich habe dich gewarnt. Was du daraus machst, ist deine Sache. Übel. Wir hatten eine Abmachung. Ich habe meinen Teil erfüllt. Jetzt bist du dran. Ein gegebenes Versprechen. Wo war ich denn? Ein Basilisk. Er hat dich angegriffen. Ah, stimmt. Riesengroß. Ziemlich brutales Vieh. Er landete genau vor uns. Ich dachte schon, es wäre vorbei. Vorsicht! Wenn ich nicht überlebe, kannst du aus der Festung haben, was du willst. Du wirst überleben. Zeigen wir diesem Monster, was in uns steckt. Okay. Nur den Basilisken. Na komm. Na. Na komm. Dann bin ich viel zu schnell für das Vieh. Verdammt! Ich kann ihn nicht einfach allein lassen. Ja, wie kommen wir da hoch? Wie kommen wir jetzt da rein?
Flowed with milk and honey. You were a witcher. That monster slayer. Had monster trouble. We're not having trouble. We're drinking.